Ron läuft schief soll am 28. Oktober in die Kinos kommen und ich durfte ihn schon für euch sehen und ich verrate schon mal so viel, der Name des Films ist definitiv Programm. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr natürlich nach dem Intro. Bevor ich euch erzählen kann, warum der Name Programm ist, erstmal so grob die Story angerissen. Es geht um Barney. Barney ist ein Junge, der auf der Mittelschule ist. Und ja, Barney hat so ein bisschen seine Probleme mit Sozialkontakten. Mal ganz nett ausgedrückt. Das liegt eventuell aber daran, dass jeder Jugendliche und jedes Kind in diesem Film einen Bebot hat. Ein Bebot ist der neue beste Freund, mit dem man alles machen kann, was mit Social Media zu tun hat. Egal ob Stream, so Stories wie bei Instagram, Sachen teilen, E-Mails schreiben, Freundschaften hin und her schicken, also hier Freundschaftsanfragen, alles, was Social Media so zu bieten hat. Dementsprechend spielt sich eigentlich auch alles mit diesen Bebots ab, was so die Kinder untereinander machen. Das Problem ist, dass Barney kein Bebot hat. Bis zu seinem Geburtstag, dann bekommt er einen. Der hat allerdings ein paar Macken. Und dieser Bebot heißt Ron, oder beziehungsweise wird Ron getauft. Und ja, diese Macken führen dazu, dass das Leben von Barney sehr abenteuerreich wird. So, vom Prinzip her ist das erstmal eine sehr vielversprechende Story. Und ich muss auch sagen, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut, weil ihr wisst, bei Kinderfilmen hoffe ich immer noch auf so einen kleinen pädagogischen Hintergrund. Und dementsprechend dachte ich mir, wow, das ist ein Film, der sehr, sehr viel Potenzial hat für pädagogische Fragen. Und ich sag mal so, ja, er erfüllt ihn so mittelmäßig. Aber dazu kommen wir gleich. Vorab muss man noch wissen, der Film ist von 20th Century Studio, welches ja mittlerweile zu Disney gehört. Allerdings wurde dieser Film zusammen mit Locksmith Animation umgesetzt und das ist eine kleine Animationsproduktionsfirma aus England. Um genau zu sein, ist die Firma so klein, dass das der erste wirkliche Film ist, der umgesetzt wird und tatsächlich auch der einzige Film sein wird, der in Zusammenarbeit mit 20th Century bzw. Disney umgesetzt wird. Denn die nächsten Filme sind dann mit Warner Bros. Also Locksmith Animation hat sich mit Warner Bros. Zusammengetan. Und ja, dementsprechend wird es der einzige 20th Century Film mit Locksmith Animation sein. Okay, das ist jetzt schon mal relativ ungewöhnlich, kann man mal sagen. Dazu kommt dann aber auch noch, dass der eigentliche Starttermin von Ron läuft schief, oder Ron läuft schief, ich sage immer Ron, eigentlich viel, viel früher sein sollte. Aber durch die Pandemie wurde er immer weiter nach hinten verschoben. Und dementsprechend kommt er jetzt erst Ende Oktober in die Kinos. Also, da lief auf jeden Fall schon einiges schief. Wobei man sagen muss, da kann natürlich die Produktionsfirma nicht wirklich was für. Die Pandemie hat uns ja alle irgendwie überrascht. Und es gibt ja viele Filme, die nach hinten verlegt worden sind. Aber ja, das nochmal so am Rande. Zum Film selber muss ich erstmal sagen, dass mir die Figuren nicht so wirklich gefallen haben. Also irgendwie haben fast alle Figuren so komisch eckige Ohren. Ich weiß nicht, ob es Sechsecke waren, aber auf jeden Fall eckige Ohren. Das fand ich ziemlich eigenartig. Allgemein die Proportionen waren ziemlich eigenartig. Die waren halt recht schmal, aber recht lang, die Figuren oftmals. Was wiederum sehr, sehr witzig war, ist, dass die Figuren trotzdem recht vielfältig waren. Also irgendwie die Großmutter von Barney scheint einen polnischen oder russischen Hintergrund zu haben und tatsächlich so klassisch, klischee-mäßig, was eigentlich immer wieder für Witz sorgt. Also das war tatsächlich sehr, sehr gut. Den Vater fand ich sehr eigenartig, wodurch er auch wieder ein bisschen witzig war. Und ansonsten hat er so alles Mögliche bedient, was Teenager so hergeben. Es gab den klassischen Nerdy, den Wissenschaftsnerdy, die klassische Influencerin, die natürlich dann bildhübsch war, muss er so sein. Dann gab es ja den jugendlichen G
Gegenspieler, der möchte gern coole, der natürlich einen doofen und einen dicken als Freund haben, auch so richtig Klischee. Und dann gibt es den Konzernbesitzer, den CEO, wobei ich glaube, er war gar nicht der CEO, auf jeden Fall der Konzernbesitzer von diesen Bebots, beziehungsweise von Bubble. Und der hatte unfassbar Ähnlichkeit mit Steve Jobs. Ja, kein Witz, Steve Jobs von Apple. Und Leute, ich spinne das mal ein bisschen weiter. Wenn man sich den Schriftzug Apple anguckt und dann den Schriftzug Bubble, sind da schon ziemliche Ähnlichkeiten. Apple beginnt mit A, Bubble mit B zum Beispiel. Dann Apple hat das Doppel-P und Bubble hat das Doppel-B, also ja umgedrehte Ps, so auf den Kopf gestellt. Und dann das LE am Ende. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das so gemacht worden ist mit Absicht oder ob ich da einfach nur sehr, sehr viel Fantasie habe. Ich fand es auf jeden Fall netter Vergleich. Wenn es als Easter Egg gemeint war mit Steve Jobs und eventuell auch dem Apple Bubble Vergleich, damit hat es nicht aufgehört. Es gab immer wieder Easter Eggs, zum Beispiel bei den Skins von diesem Bebot. Also man konnte die Skins von denen anpassen. Und da gab es zum Beispiel Marvel-Skins. Also man hat Captain Marvel gesehen, man hat Black Panther gesehen und Iron Man, glaube ich. Und Stormtrooper gab es auch noch und einen Darth Vader. Also da waren immer mal wieder so kleine Easter Eggs drin, was auch tatsächlich meiner Meinung nach mit das Beste an dem Film war. So, das waren jetzt schon so kleine Details, die ich allerdings sehr, sehr gut fand. Aber ich muss sagen, so ganz gepackt hat mich der Film nicht. Denn er ist unfassbar gut gestartet. Er hat einen super in die Welt von Barney eingeführt. Der Junge, der sich für Steine interessiert, der eine ziemlich eigenartige Familie hat, wo die Familienkonstellation so ein bisschen erklärt wurde, wo schon tatsächlich auch so ein bisschen Mitleid projiziert wurde, weil alle haben so ein Bebot, alle sind voll cool und er ist halt voll der Außenseiter und hat keine Freunde. Da fühlt man direkt so ein bisschen mit. Und dann kommt er relativ schnell an seinen eigenen Bebot. Da noch kurz vorab, der kommt auf eine sehr, sehr eigenartige Weise, die nicht so ganz aufgeklärt wird, zu Barney. Da frage ich mich, ich möchte nicht zu viel spoilern, das ist mein Problem, aber da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, spielen die da jetzt gerade auf eine kriminelle Ader hin oder eventuell sogar noch auf ein Klischee, welches ich da nicht so geil gefunden hätte? Oder versteht man das jetzt gerade einfach nur falsch? Ich will nicht näher darauf eingehen, wenn ihr den Film geguckt habt, könnt ihr ja unten in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall bekommt er dann diesen Bebot und merkt halt, der funktioniert nicht so ganz und macht mir so ein paar Probleme und will den auch erstmal loswerden. Und ja, im Nachhinein merkt er dann aber doch, wie toll der ist und sieht da so eine kleine Aufgabe für sich drin und versucht ihm beizubringen, dafür da zu sein, wofür er eigentlich da ist. Eigentlich sind diese Bebots unter anderem auch dafür da, um Freundschaften unter den Menschen zu knüpfen, also wie das bei Facebook so ist mit hier Freundschaftsanfrage, das kann Ron aber nicht so gut. Oder beziehungsweise mal so gar nicht. Und dementsprechend entwickelt sich das ein bisschen in eine andere Richtung, was ich sehr, sehr nice finde, weil es dann wirklich um wahre Freundschaft in diesem ganzen Social Media immer online sein angeht. Und ja, das ist tatsächlich der nette Part und der Part, der auch eigentlich alles bestimmt. Dieses ganze Social Media und die Kritik dahinter geht mir ein wenig unter. Sie ist zwar eng verknüpft mit dieser Freundschaftsstory, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Kinder das so verstehen. Und das sollte eigentlich bei einem Kinderfilm so sein, dass ein Kind versteht, worum es da im Hintergrund noch geht. Eltern dürften dahinter steigen, aber eigentlich müsste Eltern das, was da besprochen wird, auch bewusst sein. Jugendliche werden es auch rauskriegen. Aber ja, die Themen wie zum Beispiel immer online sein, beziehungsweise Medienabhängigkeit, Like-Geilheit, Freundschaften,
über die virtuelle Welt, wo man sich jetzt streiten kann, ob das wirkliche Freundschaften sind oder nicht. Aber auch Spionage von großen Konzernen über Medien. Also es gibt ja im Real Life immer wieder Diskussionen zum Beispiel über den Alexa-Sprachassistenten und Siri, dass die uns abhören, um unsere angezeigte Werbung zu beeinflussen und unser Kaufverhalten zu beeinflussen. All das wird da auch immer mal wieder angerissen, aber teilweise nur so nebenbei, also nicht so ganz greifbar. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das so den Hauptpart von diesem Film einnimmt. Und wie ich gerade schon sagte, startete der Film eigentlich sehr, sehr gut. Aber ich fand, so am Anfang hat er die Kurve ziemlich nach oben gemacht. Und so mit dem Film ging die Kurve einfach wieder nach unten. Also es war jetzt nicht irgendwie dass so mega spannungswellenförmig da war. Das fand ich ja ziemlich blöd. Ich muss sagen, irgendwann war ich teilweise sogar gelangweilt. Es war dann irgendwann auch ein bisschen absehbar, was passiert. Also es waren jetzt nicht mehr irgendwelche großen Twists mit drin, wie das zum Beispiel mal bei Eiskönigin oder sowas war, wo man lange Zeit nicht wusste, was ist denn da jetzt? Und dann kam dann so ein Twist. So, es war sehr vorhersehbar. Und ja, ich glaube, ihr merkt, der Film hat mich nicht wirklich abgeholt. Ein Manko habe ich noch, wobei ich da ehrlich gesagt nicht weiß, ob das am Film selber lag oder am Kino. Ich fand, dass die Musik teilweise zu laut war. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass sie das Gesprochene übertönt haben, vor allem in so sehr hektischen Szenen. Kann aber natürlich auch sein, dass ich irgendwie direkt unter einer Box saß und da alles abgekriegt habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das fand ich noch sehr, sehr auffällig. Und ja, deswegen wollte ich das mal ansprechen. Ihr könnt mich da aber auch mal gerne korrigieren. Ich werde mir den später auch, wenn der dann irgendwann bei Disney Plus verfügbar ist, auch dort nochmal angucken, um zu gucken, war es jetzt wirklich eine Box über mir, die einfach nur sehr laut war oder war der Film nicht so gut abgemischt. Alles in allem habe ich aber das Gefühl, dass dieser Film stark gewollt, aber nicht so gut umgesetzt war. Und das finde ich sehr, sehr schade, vor allem in Anbetracht dessen, dass die Filmemacher ja wirklich extremst lange Zeit hatten, diesen Film zu produzieren und vielleicht sogar nochmal zu überarbeiten. Weil, wenn ich richtig informiert bin, sollte der schon Anfang 2020 kommen und wurde dann halt jetzt bis Ende 2021 geschoben. Das sind fast 2 Jahre, in der man noch daran hätte arbeiten können. Und dafür war es mir definitiv zu wenig. Es kann eventuell daran liegen, dass es ein kleines Animationsstudio war. Die Animation an sich fand ich eigentlich ganz rund. Also man hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass da ein mega großer Unterschied zu anderen Filmen ist. Also da kann ich nicht meckern. Da kenne ich mich aber auch ehrlich gesagt nicht gut genug mit aus. Für mich als Zuschauer war es nicht bemerkbar, dass es ein kleines Studio war. Aber vielleicht so dieses ganze Storytelling und die Designs von den Figuren, die fand ich wirklich teilweise grausig. War es nicht ganz so rund. Deswegen gibt es in der Genrewertung, es ist ein Animationsfilm, in der Genrewertung 3 Punkte. Die Figuren sahen nicht schön aus, aber prinzipiell war alles okay. Es gab 1-2 kleine Sequenzen, so Großperspektiven, wo ich das Gefühl hatte, die Bilder waren unscharf oder nicht so mega scharf. Das hat man aber immer mal wieder in so Animationsfilmen. Deswegen da 3 von 5 Punkten. In der Filmwertung allgemein kriegt er aber tatsächlich nur 2, weil er mich einfach absolut nicht abgeholt hat. Das heißt, wir sind bei 5 von 10 Punkten. Das ist Mittelmaß. Ich glaube, als Unterhaltungsfilm ist der auch total in Ordnung. Aber für mehr hat es bei mir definitiv nicht gereicht. So, das war's dann von mir. Ich bin gespannt, ob ihr ihn euch anschaut. Und wenn ja, schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr den dann gefunden habt. Ihr müsst ja jetzt noch eine Weile warten, bis er dann in die Kinos kommt. Sagt mir dann auf jeden Fall Bescheid, wie ihr ihn fandet, ob ich absoluten Stuss gesprochen habe oder ob ihr das ähnlich seht. Und wir sehen uns dann im nächsten Review, in der nächsten Review oder in der nächsten Trailer-Reaction. Und bis dahin, Freunde der Sonne, denkt immer dran, Filme sind einfach geil.